Moin zusammen, weiter geht's mit War Tales. Wir sind in den eisigen Gebirgen, haben das Holzfällerlager geräumt. Ich würde sagen, ich renne noch einmal zur Zuflucht zurück. Und dann laufen wir hier hoch, holen uns die Hammeranbande, bauen hier wahrscheinlich nochmal einen Kletterhaken, dass wir dann gegenüber vom Zuchthaus rauskommen. Dann geht's zurück nach Stromkap, Sägewerk von Tiltren. Und soweit der Plan bis jetzt. So, los geht's. Muss, glaube ich, welche Richtung? Stimmt die Richtung? Richtung Süden muss ich. Da ist noch eine Flüchtlingskarawane. Mal hier hinten. Eine Schneegegend, glaube ich, hoffe ich, ne? Da ist das Rattennest. Da ist die Zuflucht. Das Rattennest möchte ich noch nicht. So, die Zuflucht. Bergas, Flüchtlingsführer. Danke, dass ihr mir in der Holzfällern geholfen habt. Ich weiß nicht, ob ihre Arbeit ausreichen wird, um uns bis zum Frühjahr durchzubringen, aber ihr habt uns zumindest einen Hoffnungsschimmer gegeben. Bertram gebeten, bla, bestimmt. Weiß, Fergas tun ihr Bestes. Sera andere Flüchtlinge trifft, ja. Was sie. Und den verkaufen wir jetzt nämlich mal. 38, 18 bin ich auf 20 hoch, ne? Brauche ich noch 20 mal Holz? Ich glaube eigentlich nicht. Problem ist nur, wenn die weg sind, 5, 9, 13, 16, 19. Okay, wenn die weg sind, würde ich den Rest trotzdem noch tragen können. Das ist gut. Okay. Bitte. Wieder Richtung Norden, in den Wald. Bin ich doch richtig, ne? Ja. So, jetzt holen wir uns das Kopfgeld der Hamran-Bande. Und noch mehr Holz hier. Sind auch irgendwie noch Blumen, aber den Umweg mache ich jetzt nicht mehr. Da sind sie. Und gleich in den Rücken. Perfekt. Hinterhalt, Stufe 3, Hamran-Bande. Gut, Überraschung. Aggression des Anführers. Das heißt, als erstes den Anführer, Hamran der Rebell. Den muss ich als erstes ausschalten. Als erstes ist welcher Ganove dran? Der da. Kann er auch gerne. Kommt dann eigentlich nirgendwo ran. Dieser Ganove hier. Landet immer kritische Treffer. Das ist nämlich richtig schlecht für mich. Und da sind meine drei. Geht doch ein Schwertkämpfer. Da ist einer. Da ist einer. Ah, da ist einer. Ihr beiden tauscht mal. Muss auf jeden Fall jetzt gleich sterben. Ganove, der wird gleich hochlaufen wahrscheinlich, ne? Mal, ob ich da irgendwo hinlaufe, dass ich ihn stoppen kann. Aber Barkat muss runter zum Wilderer. Oder ihn hier killen. Bleib ruhig stehen. Die rennen ins Leere.
da noch einen Ganoven, der ist als nächstes dran, aber der wird jetzt gleich in Angriff gehen können. Das heißt, der Rebell muss jetzt sterben in dieser Runde. Keine zwei Meinungen. So, Giftfiole auf die drei. Los, töte ihn. Ach, come on, so knapp. Shit, dann wird das halt ein Crit. Oder auch nicht. Ein Wilderer ist dran, Wilderer ist dran. Ich würde mich rausschießen. Aber ich kann hier hochlaufen. Den Rückzug machen. Der Wilderer ist dran. Ich mache das anders. Ja. Und du rennst gleich an ihn. Du rennst an ihn. Vielleicht habe ich auch Glück und er. Ja, schade, schießt auf Harkard. Hatte gehofft, vielleicht tutet er auch für mich Hamran den Rebellen. Das wäre geil gewesen. Und der Wilderer ist auch gleich dran. Der wird aber ranlaufen müssen und einen von denen hier treffen. Aber du kannst auch hier zwischen. Ja, komm, triff ihn hier. Schade. Okay, Hamran ist jetzt dran. Hat aber Riposte, ne? Riposte, okay, dann lassen wir Hamran. Dann gehen wir jetzt mit Grimard auf ihn hier. Kampf verwickeln. Und dann gehen wir mit ihm hier runter und befreien die. Zwei, sehr gut. Drei. Ja, ich hätte wahrscheinlich erstmal den anderen Angriff machen sollen. Hey, heb dir die Messer auf. Zack. Tot. So, der Wilderer ist dran und der Marodeur ist auch noch dran. Ach, sehr gut. Da kann es eh nicht so weit laufen. 49. Ja, langsam fange ich auch an, ein bisschen heftiger Schaden auszuteilen. Wilderer am Zug. Ein Punkt rein. Ja, zwei Punkte für einen will ich jetzt nicht ausgeben. Jawohl. Spritz. Einmal die rote Gesichtsbemalung für den Mann gegenüber. Bist du ganz ran da? Nein, schade. Ganz knapp nicht. Ach, dann hätte ich mal vielleicht mit anderen angreifen sollen, ne? Ist eh der letzte.
der letzte für den Hauptmann. Ja, lass dich feiern. Vielleicht läuft da auch ein Zähler mit. So und so oft Trupp angespornt. Und das gibt dann auch wieder eine kleine Errungenschaft. Nochmal zwei leichte Rüstung und 7. 1, 2, 3 kann ich mitnehmen. 193, ja. Wie viel haben wir noch? 11. Dann kriegen wir noch einen Kadaver mit. Und weiter am Text. Hat die Mission Kopfgeld. Okay. Ich sehe gerade irgendwie mal fast gar nichts. Oh, hier ist ein Lager. 50 Münzen. Wie cool. So, und ich würde sagen, hier. Kletterhaken. Ab nach unten. Da bin ich, okay. Ab zum Zuchthaus, aber dann werde ich nicht mehr tragen können. Ist aber egal, ich muss sie loswerden. Klasse. Noch ein Loop-Level hier. 70 sogar für Wilderer. Herker sein Volk kommt später wieder. Okay, cool. Vielleicht habe ich auch Glück. Steflin. Ein Speerkämpfer, aber es Trunkenbold. Bewegung verringert. Nee, die will ich nicht. Einen letzten Speerkämpfer wollte ich ja noch haben. Will ich nicht sterben. Hugeon. Ignoriert mich. Ignoriert mich. Oh, wer bist du denn? Munich. Will hier nicht sterben. Wirst aber wahrscheinlich. Dich nehme ich nicht mit. Ein Compendium haben wir noch wieder ein. Reparaturmaterialien stellen 5 zusätzliche Rüstungspunkte wieder her. Das wäre eigentlich ganz cool. Bildflieh, Spieß, geschärfter Sachs. Wirklichkeit 7. Nein. Nein. Eisenplattenroteller. Abwehr 11%. Was haben denn meine jetzigen Schilde? Abwehr 12%. 12%. Lohnt sich auch nicht. Satteltaschen. Könnte ich 20 wieder tragen, ne? Bauplan Satteltaschen. Erlernt für, ja. Raus hier. Ins Lager. An die Werkstatt. Oh, hier. Wo? Okay. Hier Zubehör. Ah, Satteltaschen. Ganz oben. Okay. Na, wenigstens eine kann ich schon mal herstellen. Fortschritte haben euch einen weiteren Wissenspunkt. Ja, klasse. Noch besser. Rationierung, Ausdauertraining, Bewegungsgeschwindigkeit in der Welt um 5% erhöht. Nach einem Kampf erhalten wir Kronen um 5% erhöht. Wiederherstellung wäre jetzt, glaube ich, langsam mal was. Angebotsjäger. Gibt die Anzahl an Aufträgen, die in Kopfgeldliste angezeigt werden, um 1. Ja, vielleicht kriege ich dann weitere Kopfgelder, die ich eigentlich ganz gut gebrauchen könnte. Eine Peitsche. Dann Gefährten auspeitschen, um sie zur Arbeit zu bewegen. Da bin ich jetzt neugierig. Peitsche. 5-mal. Dann Gefährten auspeitschen, um sie zur Arbeit zu bewegen. Okay. Jetzt sind Stern. 199,9. Ein Kilo sind wir zu schwer. Markart, dann kannst du mal noch 400 Gramm zu schwer. Ich habe davon Beinbell, habe ich ganz viel. Hier mal Beinbell, schmeißen wir weg. So. Passt es auch wieder mit dem Gewicht. So, du kommst dann auch hier mit ran. Dass du mir ja nicht abhaust.
wird das Lager noch mal ein bisschen umrücken. Hier ran. So, geht nicht reinkriegen, ne? So, ein bisschen nach hinten raus. Ach, kann von der Seite dann nicht mehr ran. Ich wollte nämlich Tanlin hier irgendwie mehr einbinden, dass er noch einen zweiten hat, den er sich kuscheln kann. Ja, guck mal. Da an ans Zelt, hier rein. So, aber dann ist Hark halt wiederum ein bisschen außen vor. Bofflin ist gerade auch nicht mehr drin. Die ist sogar komplett raus an der Stelle jetzt. Ja, ich glaube, das ist auch alles irgendwo ein bisschen. Eigentlich so an den Topf, ne? Aber dann ist da wieder doof. Es war schon ganz gut, dass wir den so hinstellen, den so ans Zelt, ans Zelt, ans die Truhe, auch ans Zelt, die wieder hier hoch, Kochtopf, der Kochtopf. Ja, und er ist halt alleine hier hinten. Guck mal hier, den Weinbrand. Der ist auch nicht mehr geklaut. Ich weiß auch nicht, ob er sein geklautes Schwert hier irgendwann mal neutral macht. Okay, weiter im Text. 126 nur noch. Ich würde beim Außenposten der Wache vorbeilaufen. Ich möchte nämlich nochmal mit Bertrand quatschen. Und hier sind auch mehr Händler unterwegs auf der Straße. Was war das? Schweini! Warum eigentlich nicht? Warte mal, dann kriege ich Leder. Leder brauche ich. Dann kann ich im Lager noch ein bisschen was bauen. Und Schweinefleisch ist auch nie verkehrt. So, Schlamm, Schlamm, Schlamm. Schwein, Schwein, Schwein. Da ist ein Trupp, da ist ein Trupp. Da ist ein Trupp. Aber mit der Aufstellung gefällt mir gar nicht gerade. Schafft ihr das da unten? Ansonsten geht einer, der Rundumschlag machen kann. Geht hier mit runter. Lantern bleibt hier oben. Roughland bleibt bitte auch hier oben. Harkat geht hier mit hoch. So, er flitzt dann gleich irgendwie in die Mitte oder so. Keine weiteren Punkte, ne? Rostlingtandem. Akkad, Grimas, Rippum. Okay, die Sau ist als erstes dran. Kann bis da laufen, wenn er weg ist. Kann bis da laufen. Guck mal, wenn ich mit ihm dann jetzt hier runterlaufe, wäre nicht schlecht. Nicht ran. Und die kommen auch alle nicht ran. Auch nicht ran, sehr schick. Gut, hier sollte ich jetzt schon mal rausgehen. An. Ich hätte mit ihm zuerst, mit ihr zuerst laufen sollen, wegen der Verwundbarkeit. Eber, Eber.
Na komm, wegmachen. Und nach rechts laufen. Nicht in den Kreis. Da ist ein Eber. Da ist ein Eber. Zwei getroffen. Ah, cool. Das gewusst. Hätte ich vielleicht doch den dritten rechts gelassen. Kommst du da durch? Nee, du stirbst, wenn du da, wenn ich mich jetzt verklicke. Der ist dran, der ist dran. Der hier unten ist gleich dran. Nicht zwingend. Er kann nur nach rechts weg. Du kannst jetzt mal dich um den da gleich kümmern. Ja, gut aus. Und stopp. Einmal rein. Dann mache ich da oben gleich nochmal diesen Rauchschleier. Dann haben wir nochmal drei Schweine weniger. Ran, ne? So, ist egal mit den Punkten. So, jetzt nicht verklicken. Nicht in den Blitzkreis. So, bleib mal schön weit außen. Super, ich hab Punkt bekommen. Der ist dran. Der hat eh komplett verkürzte Bewegung, ne? Du auch? Gut, direkt. Und nach hinten. Der einzige, der noch Schaden anrichten könnte, wäre der da. Lass sie mal alle rankommen. Schön. So, jetzt machen wir mal hier die Bürgerschaftsgeschichte. Ansporn. Beziehung zwischen Tanlin und Randheim hat sich verbessert. Guck mal. Bist du doch, das bringt irgendwie was. Du gehst jetzt dorthin.
Nein. Dass ich so nah ran bin, hat einen Grund. Und vom Randschwein. Schön ranlocken, dass sie ja nicht hinten bleiben. Und Pieks. Auch direkt down. Sehr schön. Harkat, nehme einen Verbündeten, ohne im Kampf zu sein. So, wo kommt der Blitz da? Eins, zwei, ja. Wir haben doch die von hinten nach vorne, dass die Schweine alle rankommen. Dieser kommt nicht ran, dieser würde bis da kommen, ne? X. Und dieser. Zeichen kalt machen. Stopp. Sehr gut. Ich ran. Super. Yay, guck mal, ordentlich Kadaver und Schwein und wir sind eh komplett müde. Aber gleich die Kadaver mitkochen. Willenskraft plus 2, sehr klasse. Und? Oh, hier. Wieder schon. Tiere können im Kampf kontrolliert werden. Bewirkt alle bei Angriffen Verwundbarkeit. Jedes Mal, wenn eine seinen kritischen Treffer zielt, bewirkt sie eine Blutung. Nee, dann mache ich das mit den Tieren. Reparieren nicht. Rasten, ja. Guck mal, 208 mit einem Solch. Nee, wir kriegen 208. Aha. Oh Mist, verklickt. Gut. Minus 6, Unzufriedenheit, nein. Gequältes Schwein. So, 235. Damit dürfen wir schon wieder im grünen Bereich sein. 16. So, 4, 6. Hier. 1, 2, so. Bisschen ausgewogen das Ganze. Huch. Wölfe. Ach, guck mal, da kommt schon direkt wieder Fleischnachschub. Ja, gerne. Gegessen haben wir. Ausgeruht sind wir. 10 Wölfe. Überraschung, ja, wir sind jetzt Elegner Schaden um 10% erhöht. Und die beiden gehen da auch mit nach oben. So, ein Stopper nach vorne. Ups.
So sieht das doch mal nach was aus hier, ne? Der ganz hinten ist als erstes. Kommt nicht ran. Der Alpha kommt an ihn ran. Der Alpha kommt auch nicht ran. Das heißt, wenn ich mit ihm jetzt da hochlaufe, es muss jemand sein, der richtig schön weit laufen kann. Alpha kommt bis da. Ja, bis hier. Schade, ich hätte gehofft, er bleibt stehen hier. Hm? als nächstes würde ich gerne den Bogenschützen, glaube ich, schon haben wollen, oder? Der Alpha kommt bis da nur. Meter, 14 Meter, ne? Kann ich an 11 Meter ran. Mal gucken, ob er ihn getötet kriegt. Yes. Ja, gleich wieder ein Stück nach hinten. Ah, ganz knapp. Ganz, ganz, ganz knapp. So, Herr Hauptmann, als Mutigster stürzt er sich dem Alpha-Wolf entgegen. So, dann haben wir hier noch. Klingt nach einem Rundumschlag für die nächste Runde. Und wenn die jetzt hier unten rumkommen. Ja. Yeah, blutet jetzt mal ein bisschen. Doch nicht. Das ist auch ein Alpha. Du bist dort. Soll ich noch mal? Nee, ich darf nicht zu mir ran wegen dem Rundumschlag, ne? Da ist Rundumschlag. Kann aber hier oben ran. Den da. Den Wolf. Ist nicht dran, sehr gut. Ganz hoch, ne? Das ist ärgerlich. Ich will auch nicht in die Falle. Dazwischen will ich aber auch nicht. Dann läufst du mal hinten rum. Da bist da. Wenigstens. Knapp. Alle. Okay, es ist auch okay auf die Art. Wolf. Wolf. Rutsch weg. Rundumschlag.
der ist gleich dran, ne? Aber der tötet ihn wahrscheinlich mit 11 nach der nächsten Runde. Das ist auch ein Alpha. Und dann beißt er komplett tot, ne? Ja, wie heißt es so schön? No fist, no fun. Immer noch da. Teil Schaden aus. Dann verblute ich. Bin totgeweiht. Beziehungsweise durch Willenskraft nicht totgeweiht. Den Alpha könnte ich gefangen nehmen, ne? Wo ist denn mein anderer mit dem Dolch hier? Anlegen. Jetzt muss ich den hier irgendwie noch machen. Der ist gleich dran, der Alpha. Aber ich hoffe, der läuft nicht runter und beißt ihn, sondern dass er hier irgendwie rankommt. Machen wir es mal anders. Der ist gleich dran. Nee. Könnte ich killen. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, pass auf. Du hier hin. Schuss da rein. Weiterlaufen und den hier entfernen. Sehr gut. Kannst weit laufen, ne? Kannst ihn gleich heilen. So, dann haben wir unseren ersten tierischen Begleiter. Nehmen wir einen Verbündeten ohne einen Kampf zu. Ja, komm. Der ist gleich auch noch dran. Phantom und Greenheart hat sich verbessert. Abstand und rein. Und auch einen zweiten Alpha, ne? Aber nee, einer reicht mir. Okay, neues Fleisch. Anlehnen. Level up. Jedes Mal, wenn diese Einheit von hinten angreift, bewirkt sie 2 Gift. Fügt nach Benutzung einer Fertigkeit den nächsten Gegner innerhalb von 4 Millionen Schaden zu. Messerwurf. Bewirkt am Anfang jeder Runde beim nächsten Gegner eine Runde lang Anfälligkeit. Mit Gift wäre eigentlich ganz geil, ne? Wenn von hinten angreift, 2 Gift.
Passiv Geschick fand ich aber allerdings auch äußerst cool mit dem Messerwurf. Er geht auf Messerwurf. Erfassung, Tragfähigkeit, Gesundheit, Bewegung. Ja, warum eigentlich nicht? So, Optimus. Optimus Prime. Schaden gegen Rüstung 35% erhöht, solange sich mindestens zwei Gegner im Umkreis von 6 Meter um diese Einheit befinden. Diese Einheit Schutz. Zwei Gegner, okay. Schaden und Crit gegen Einheit mit mindestens einem Debuff von 20% erhöht. Nee, Rüstungsbrecher. Und Willenskraft. 11. Warte mal, wer hatte das Amulett? Willenskraft 10, ne? Guck mal, das legst du mal ab. Obwohl mit dem nächsten Level ab kriegst du dann 2 Punkte Willenskraft vielleicht, ne? Hat 11, er hat jetzt 12. Super. Bauzi! So, warte mal, wer war das jetzt mit? So in der Nähe eines Ebers. Ja, schade, ich habe keinen Eber. Aber ich habe einen Alpha, der hier auf die Gefangenen aufpasst. Nochmal zusätzlich 3 Punkte. Du kriegst jetzt erstmal dein Halsband, wenn im Kampf neben einem Verbündeten steht. Ja, wenn mindestens 3 Wölfentrupps sind, erhöht sich die kritische Trefferchance um 50%. Nee, wenn diese Einheit nicht kämpft und in der Nähe eines Verbündeten steht, erhält sie Anfälligkeit und gewährt dem Verbündeten dafür Schutz. Nicht kämpft und in der Nähe eines Verbündeten steht. Okay. Selbstaufopferung. Jetzt yes, Bewegungspunkte. Lebenskraft. Der Angriff geht, glaube ich, über Stärke. Karriereziele. Stärke und nochmal Bewegung. Schaden halbiert. Na, egal. So, ich habe Leder eingesammelt. Können wir jetzt, wir können tatsächlich eine Peitsche bauen. Bin ich neugierig. Zugewiesener Gefährte, kann sie zur Arbeit bewegen. Was heißt das? Peitsche, das Auspeitschen eurer Gefährten kann sie dazu antreiben, mehr Ressourcen zu produzieren, wenn sie in einem Lager der Produktionsausrüstung zugewiesen sind. Oder dann müsste ich ja irgendjemanden. Warte mal, nochmal. Du gehst hier ran. Ah, okay, ich muss jemanden, der hier rankommt. Das ist quasi der Folterknecht und einen aus dem Lager kann ich auspeitschen lassen. Das probiere ich mal aus. So, nämlich Arkad, Giftmischer, völlig neu an Bord. Ich direkt den Job hier, jemanden auszupeitschen. So, und du peitscht aus Vitaeon. Mal gucken, ob der dann statt. Oh, guck mal, ich kann sogar noch eine Satteltasche bauen. Da bin ich mal neugierig, ob der dann statt zweimal Rüstungswerkzeuge dann dreimal herstellt. Und wie sich dann auch die Beziehung zwischen den beiden verhält. Könnte man denken, dass das nicht gerade förderlich ist. So, Mittel 33, Schwer 27, einfaches egal gerade, Mittel 15, leicht, leicht, 16, 21, 12, 12. Ja, das hier unten kann alles verkauft werden. Das auch. Hypun, Mittel 16, Grimat, Rüstung 21. Bewegung plus 2, Hit, 2% besser, leichte Rüstung 20, 21, Akkad 21, 16,
Auch mehr Crit. Check. So, meine Fesseln kommen jetzt hier oben hoch. Plötze kriegt. Ach nee, Plötze hat die Dinger. Stimmt. Hole ich mir noch ein drittes Pferd demnächst. Muckstück schon mal runter, das wird verkauft. Kohl ist was zu essen, das kommt nach oben. Das ist ein Schmuckstück, das wird verkauft. Dann haben wir hier Fleisch. Fleisch. Schnaps. Okay. Und weiter geht's. Auch zu Bert. Oh, hier ist ein Händler. Kann ich euch für meine Waren interessieren? Ich glaube, alles unter 100 ist auch nicht weiter tragisch. Also wenn wir sie angreifen und kriegen dann 60 Gesuchtpunkte, wenn wir 0 hatten, dann werden wir, glaube ich, nicht von der Wache gesucht. So die Theorie. Aus dem Posten der Wache. Bezacken. Warum nicht? Höhle und Rainer. Hier müsste ich eigentlich auch noch mal einen Haken irgendwie platzieren. Bertram ist auch weg. Ist raus aus der Höhle und Erz können wir leider auch nicht abbauen. Und uns noch einen Händler entgegen. Dann mal zurück in die Stadt. Nur noch 121 gesucht. Könnte ich euch für meine bescheidenen Waren interessieren? Ja, Salz. 11 Mal. Danke. Dann ist ein bisschen Erz. Rein in die Stadt und von der Stadt zum Holzfällerlager. Die letzten beiden verkaufen. Oh. Hier geht man von der Rückseite in die Stadt, damit ich hier auch gleich besser wegkomme. So, Apotheker. Einmal heilen bitte für einen 40er. Geht das nicht auf meine Heiltränke? Meister Rolands Schmiede. Könnt meinen Amboss benutzen, ich kann natürlich eure Rüstung reparieren. Preis vorübergehend reduzieren. Kaufen für 16. Ich weiß nicht, ob ich es für mehr als 16 dann später wiederverkaufen kann. Will ich mal auch gar nicht ausprobieren. Das kommt erstmal weg. Wächterkeule behalte ich. Mir ist nämlich was eingefallen. Wir kriegen noch einen Keulenträger später. So, was können wir hier noch machen? Wurfmesser. Wie viel habe ich noch? 5. 4 Stück werden hergestellt. Mach das mal zweimal. Mal wieder 13, 4 für jeden. Reicht dann erstmal. Rathaus. Rechnen. Ihr habt einiges in Arbeit vor euch. Es fehlt nicht an rechtschaffenden Bürgern, die Hilfe brauchen, um die Flüchtlingsbedrohung abzuwenden. Um eine Geschichte voranzukommen, bla bla bla. Ihr habt die Flüchtlinge nicht mehr. Flüchtlinge aus dem Schafstall verjagt. Flüchtlinge müssen auch bei Rowand nicht mehr fürchten. Flüchtlingsschmied arbeitet jetzt für die Dorfbewohner von Stromkap. Oh, hätte ich den auch hochbringen können? Flüchtlinge können Holz aus Tetris gut gebrauchen. Markt der drei Hasen. How looks it out? Bohnen sind reduziert. Die nehme ich dann auch mit. Salz 9-mal nehme ich auch mit. Und Salz nehme ich 9-mal mit. Super.
Verkäufer fürs Reduzieren. Verkaufen für 4, verkaufen für 1. So, runter auf 10. Runter auf 15. Millionen. Super. Ins Gasthaus. Lasst euch nicht täuschen. Den will ich nicht. Ihn als Söldner. Na, ein Zweihandschwerter. Adelbert. So, das war die Händler-Missionsgeschichte. Inzig. Nö, auch nicht. Sucht die Arbeit. Unsere Aufgabe als Abgesandte ist es, Kopfgeld kassieren. Sehr schick. So, informiert Marheim. Kämpfen. Matthias Lund wird wegen seiner Mordserie gesucht. Schwer. Den nehmen wir auf jeden Fall schon mal an. Oder? Nee, angenommen 1 von 3. 2 von 3 hätte ich dann, ne? Ja doch, wir nehmen ihn schon mal an. Ach, kein Einfluss mehr. Okay. So, ab zum Händler. Schmuckstücke verditschen. Rezept für Apfelpfannkuchen. Weizen, Äpfel, Honig. Ich habe keinen Honig. Ich könnte ihn auch stehlen, ne? Aber nee, lassen wir. Reparieren. Ja, die laufen gerade in die Stadt und wieder raus, ne? Sägewerk von Tiltran, da laufen wir jetzt noch hoch. So, wie immer auf der Suche nach Arbeitskräften, ihr wisst ja. Guck mal Holz. Schade. Doch, guck mal, 40 Münzen kriege ich auch noch für. Kommt mit, liebe Leute, ab in den Keller. In den Keller. So, schauen wir doch mal in den Keller. Sprechen. Tut mir nicht weh, wenn wir noch einmal auspeitschen. Hat uns ehrliche Arbeit versprochen. Ja, ich habe der Frau auch versprochen, dass ich ihr ehrliche Arbeit erbringe. Win-win für alle. Was mault ihr denn jetzt? So, hier nochmal Holz hacken. Alles klar, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt. Und schauen da oben gleich mal rein. Vielleicht ist das die Jagd von Tiltran hier mit Sika. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.